Zweite Runde im Hamburger Pokal. Es hätte leichtere Lose gegeben für den HSV Barmbek. Uhlenhorst genau genommen wäre wohl jedes andere Los einfacher gewesen als Eintracht Norderstedt in den roten Trikots. Der letztjährige Pokalsieger, der noch am vergangenen Wochenende gegen Hannover 96 im Einsatz beim 0-4, allerdings ohne Chance auf eine Sensation. Die Gäste von rechts nach links, also heute wieder klarer Favorit. Und genauso starteten sie auch in diese Begegnung. 1-0, eine gute Minute gespielt. Elias Saad ist der Torschütze vergangene Saison. Noch für BU auf dem Rasen vor dem Spiel wurde er noch offiziell verabschiedet. Aber das verhindert nicht, dass er hier für den absoluten Norderstedter Blitzstart sorgt. Wenn's schon so losgeht, könnte das ein richtig bitterer Abend für BU werden, werden sich wohl so manche der gut 200 Menschen auf der Tribüne gedacht haben. Aber die Gäste nach der frühen Führung offensiv ohne viele Aktionen, Kopfball scheu nach 16 Minuten. Halbe Stunde rum, nicht viele Offensivaktionen der Hausherren bis hierhin, aber dann geht Schluchtmann auf rechts ins Dribbling, setzt sich durch und dann der Querpass, aber Rakočević riecht den Braten. Die Norderstedter stattdessen mit dem offensiven Schongang über weite Strecken der ersten Hälfte. Aber wie das so ist bei einer eiskalten Mannschaft, viele Chancen brauchen sie nicht. Lüneburg mit dem 2-0. Wie schon beim 1-0 ist es ein einfacher Abstauber. Choi will den Ball nach meinem Dafürhalten aufs Tor schießen. Aber ja, Lüneburg steht halt genau da, wo er stehen muss. Kurz vor der Halbzeit dann der wohl hübscheste Angriff im bisherigen Spielverlauf. Super. Die Eröffnung per Diagonalball auf links raus. Dylan Williams läuft mit, bekommt den Ball. Ideal in den Lauf, der Querpass sitzt auch und dann ist Brüning da. 3-0 Norderstedt. Es war kein gutes Spiel von uns, gab Gästetrainer Jens Martens nach der Partie zu Protokoll. Da will man sich aus BU-Sicht eigentlich gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn Norderstedt hier einen Sahnetag erwischt hätte. Also spielerisch eher mau, aber wenn man dann mit einem 3-0 in die Pause geht, muss man sich schon ordentlich anstrengen, um unzufrieden zu sein. Machen wir es nicht spannender, als es ist, das Spiel nach der ersten Hälfte bereits entschieden. Zu abgezockt präsentierte sich der Favorit an diesem Tag und dann gab es kurz nach der Halbzeit eine Szene, die das Sportliche in den Hintergrund rücken ließ. Der Kapitän der Gastgeber, Yannick Lux, schon in der Halbzeit mit Problemen, sagt hier ohne erkennbaren Grund zusammen, muss raus und wurde die zweite Halbzeit über behandelt. Wir wünschen an dieser Stelle gute und schnelle Besserung. Ja, guter Weg. Norderstedt mit frühen Wechseln. Am Freitag geht's zu Hause zum Ligaauftakt gegen Phoenix Lübeck. Es hieß Kräfte sparen. Barmbek Uhlenhorst dagegen mit großem Kämpferherz zeigten eine leidenschaftliche zweite Hälfte. Jeschke mit der großen Chance aufs 3-1, aber Rakočević ist wieder da. Dennoch die Marschroute der Gastgeber klar, sie wollten zumindest diese zweite Hälfte gewinnen und jetzt einmal anschnallen. Das ist Moritz Eriksen. Also, wenn Traumtore dreifach zählen würden, wäre das der Ausgleich gewesen. Was für eine Schusstechnik, was für eine Flugkurve, was für ein Strahl von Eriksen. Und eine zeigenswerte Szene haben wir noch auf dem Zettel. Nachspielzeit läuft schon und Norderstedt nochmal mit viel Platz. Hölscher mit dem idealen Ball für Evren. Und er setzt ihn überlegt genau links unten rein. 4-1. Batuhan Evren mit dem Schlusspunkt in dieser Partie. BU verliert also mit 1-4, wird aber besonders mit der zweiten Halbzeit zufrieden sein. Wir haben uns zwei Torschützen zum Interview geschnappt. Er hat gesagt, einfach, ich soll, auch wenn wir jetzt zurückliegen, einfach ganz, ganz entspannt mein Ding spielen. Er weiß, was meine Stärken sind, ich weiß selbst, was meine Stärken sind. Und einfach mein Ding machen. Und dann hat er mir natürlich auch gesagt, wenn ich mal sehe, aus 25 Metern der Torwart steht zu weit raus oder sonst was, dann soll ich halt auch einfach mal draufhalten. Habe ich gemacht, hat zum Glück geklappt und ja, besser geht nicht. Ja, also für mich persönlich wird das Spiel gegen Lübeck mein erstes Regionalligaspiel. Ich bin natürlich aufgeregt und freue mich auch darauf. Wir haben bisher noch keinen Matchplan, aber ich glaube, das wird ganz klar sein, dass wir gewinnen wollen. Es ist halt
sag ich mal, eine Pflichtaufgabe, direkt das erste Spiel zu gewinnen. Und ja, ich glaube, so gehen wir auf jeden Fall daran. In der nächsten Runde treffen Saad und Co. auf den USC Paloma, die am kommenden Samstag ihre erste Ligapartie gegen Barmbek-Uhlenhorst spielen.